Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Hallo. Wir haben jetzt eine halbe Ewigkeit irgendwie nicht aufgenommen und da machen wir jetzt mal wieder ein bisschen Action hier. Ich bin gerade am überlegen, ob wir doch durch den Haupteingang reingehen. Ich weiß nicht, was da nochmal passiert. Wäre vielleicht nicht so günstig. Wo wir einen Speicherstand haben eigentlich. Was ist hier? Wir schleichen. Okay, geh durch den Haupteingang. Durch den Haupteingang? Okay, wir gucken. Ja, klingt nach Kampf. Entschuldigung, aber wenn du keinen Termin hast, musst du... Ich brauch keinen Termin, das ist ein Notfall. Alle, die kein blaues Auge kriegen wollen, machen sich jetzt mal ganz schnell aus dem Staub. Wofür halten die sich? Glaubst du, das ist Avalanche? Eindringling ergreift sie! Oh, yes. Aha. Vier Leute, okay. Da waren noch gerade vier. Ja. Jetzt Angriff, sind es nur noch zwei. Oh, Tifa hat ihr Limit erreicht. Das ist doch gerade das Heilungsding, oder? Nein. Hit und Hit. Yeah und yeah wäre besser. Ich glaube schon. Hit und Hit ist nur so mittelmäßig. Yeah kommt auf jeden Fall seltener. Hat ja gar nicht lang gedauert. Das war echt kurz. Ja. Okay, wollen wir jetzt weiter den Weg durch den Haupteingang nehmen? Jetzt, wo wir schon mal drin sind. Ja, ne? Das wird zwar mehr Kämpfe bedeuten, aber hey, Party! Wir haben 5000 Jill. Vielleicht wird man auf dem anderen Weg noch interessante Sachen erfahren, man weiß es nicht. Ja, ich glaube, das kann ich jetzt gar nicht mehr, oder? Oder doch? Gut, geh mal hier lang. Aber vielleicht wird man aber auch interessantere Sachen finden, wenn man durch den Haupteingang geht. Du bist das gemein! Ja nicht so viele Leute. Wieso das denn? Weil das voll unfair ist. Ja, ich kann ja nicht wissen, was der bessere Weg ist. Doch, das weißt du ganz genau. Mhm. Klar. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich da lang gegangen bin. Tja, lang ist es ja. Lang. So, ich mache jetzt einfach hier das ganze Ding mit Angriffen durch. Ich will kein Limit. Das Limit kann ich wieder für die nächste Runde auch sparen, oder? Yep. Hatten wir schon, ne? Ja, ich glaube, das hast du dann noch. So. Yes. Yeah. Und Tifa ist Level 12. Cool. Perfekt. So, wir rennen direkt weiter. Vielleicht gibt es auch mehr Wege als nur den einen. Hier das noch. Sind, ja, kann es durchaus sein. Boah, es ist lang hier. Hallo. Oh. Also da hinten geht's schon mal nicht weiter. Mhm. Puh, willst du die ganze Treppe? Naja, irgendwie müssen wir doch zuerst. Da, so hochlaufen ist doch Folter. Ich habe keine Zeit, mich mit dir zu unterhalten. Aber Tifa, du sollst doch nicht hier rumstehen. Los, komm. Abgang. Party, Party, Party. Party, Party, Party. Sie sollte vielleicht gucken, ob hier irgendwas ist, oder? Ja. XXX geht nicht. Aber das sieht mir schon arg nach dem Hintereingang aus. Eindeutig, ja. Hm. Also, klingt so, als ob dich da keine Kämpfe erwarten würden. Jetzt von der Musik her, meine ich. Ja, irgendwie ein bisschen chilliger. Yep. Ich krieg euch alle! Hihihi. Ich krieg euch. Und weiter geht's. Weiß nicht, warum wir zum Teufel die Treppe nehmen müssen. Weil wir kein Aufsehen erregen wollen, solange er es nicht gerettet ist. Falls es überhaupt noch möglich ist, meine ich. Oh je. Meinst du, es war nicht gut, dass du vorhin schon im Vordereingang warst? Könnte sein. Hör auf, du hörst dich ja schlimm an. Asthmatiker oder was? Das klang gerade bei mir auch. Boah! Also kämpfst du sogar für die anderen. Ich habe mir wohl ein falsches Bild gemacht von dir. Mir egal, wie du mich einschätzt. Wollte nur sagen, dass ich mich vielleicht getäuscht habe. Tifa ist die schnellste. Was willst du damit sagen, Tifa? Ja, was will ich damit sagen?
Nein! Wie viele Stufen sitzt denn noch? Oh, du bist wie Barrett. Frag sie doch einfach selber. Ist das vielleicht eine dieser Endlos-Treppen? Ach, Blödsinn. Na schön, kann ja auch nicht sein. Ich habe aber langsam auch das Gefühl, dass es eine von den Endlos-Treppen ist. Aber das können wir gleich sehr, sehr einfach in Erfahrung bringen. Jetzt weiß ich, warum du da nicht drücken musst, damit du weiter hochlaufen kannst dabei und das nicht immer wegdrücken musst, was die da reden. Okay, ist ja auch nicht besonders wichtig. Sind wir schon da? Oh, war ich da gerade? Ja. Ach, schon da. Ich sagte noch nicht. Das sagte ich vorhin auf jeden Fall, ja. Ich spare dir deine Fragerei doch. Wir sind doch lange, 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 lange nicht da. Da ist was. Ein Elixier. Hallo, ich will weiter. Guck mal, die warten sogar auf dich. Ja. Wir sind aber keine. Du bist alleine. Verdammt nochmal, mir reicht sich hier um. Willst du die Treppe runterlaufen? Warten die jetzt oder laufen die Treppe hoch? Keine Ahnung. Ach so, die waren viel schneller als du. Komm schon, Barrett, reiß dich zusammen. Ja, ja, ich weiß nur, dass ich auch nur aus Fleisch und Blut bestehe, wenn man mal von meinem Arm absieht. Spring nicht mit mir um, als ob ich ein Ex-Mitglied von Soldier wäre. Und was ist mit mir? Ich bin auch nur ein Mensch. Ach, mach doch, was du willst. Ich laufe jedenfalls weiter. Ja, Barrett, du gehst als Erster. Sieht aus, als müsste die Pinkeln. Ja. Du etwa nicht? War nicht so gemeint. Ist schon gut. Klott, geh du auch voran. Okay, warum? Ja, mal gucken, was dich erwartet. Anscheinend? Vielleicht doch hier. Ja, in welchem Stock sind wir jetzt? Ich hab das Zählen aufgegeben. Wieso müssen die denn nur so hohe Häuser hinstellen? Ja, ja, ja. Diese Shinra, was die auch anstellen, das kommt... Und soll den Text vorher echt überfliegen. Ja, es ist teilweise nicht so einfach, das zu lesen, muss man ehrlich gestehen. Ich meine, ich bin jetzt zwar viel schneller als die irgendwie, aber... Also auch nicht, jetzt war... Oh. Dö. Und die fangen auch immer wieder neu an zu rennen. Uff, Mann, bin ich geschafft. Marlene, Fatih wollte dich noch einmal sehen. Hörst du jetzt vielleicht mal auf, dich wegen dem bisschen Treppensteigen so anzustellen? Nicht mehr lange. Oder doch? Man weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall viel Spaß. Mein Daumen fällt mir auch gleich ab. Ja, schön so ein altes Spiel. Wo man doch die Schwierigkeiten... Oh Gott, das nimmt wirklich kein Ende. Also du weißt aber, wie viele Kämpfe dich dann drin erwartet hätten, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder hätte man da einfach einen Aufzug nehmen können? Man weiß es nicht. Das wäre cool, wenn wir zurück zu einfach einen Aufzug... Ja! Uff, endlich geschafft. Ich hoffe, ich krieg nie wieder in meinem Leben auch nur eine Treppenstufe zu Gesicht. Das gibt einem wirklich den Rest. Aber jetzt geht's ums Ganze. Machen wir uns bereit. Machen wir uns bereit. Ich hätte jetzt schon wieder was Böses sagen können. Ich hab's mir vergriffen. Soll ich dir was sagen, dass du aufziehe? Hey, Cloud. Jetzt sind wir bis ganz hier oben hochgestiegen und du willst ins Erdgeschoss runterlaufen? Ja? Nein? Dafür haben wir keine Zeit. Lass den Unfall, Junge. Was?
Nein, ich will nicht ins Erdgeschoss zurück. Ernsthaft? Nein! Du hast Ja geklickt. Du musst Ja geklickt haben. Da war Ja und Nein als Auswahl. Du musst eins geklickt haben. Okay, aber also jetzt weißt du, wie der Weg wäre, wenn du bis auf Gebäude gegangen wärst. Hä? 36? Wenigstens wissen wir, dass es 40 Stockwerke waren. Ungefähr. Gut, also ich fahre nicht mehr mit dem Aufzug, das ist gut. Was ist hier? Nichts. Ob du nicht mehr mit dem Aufzug fährst, ja. Zumindest vorerst noch nicht. Hier ist nichts, hier ist nichts. Oh, da sehe ich doch jemanden. Vernichtet die Eindringlinge! Die haben keine Chance gegen mich. Ja, Barrett hat noch sein Limit. Boah, was sind das für Metallklötze? Sind da echt Menschen drunter, oder? Sind das nur fette rote Klötze? Oh, das sind nur Roboter, okay. Wow. Ach, er hat noch Kavalierin. Ja toll, und die Frau rettet er nicht. Ach ja. Blitz war gegen den Roboter gut, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, 115 ist schon ganz nice. Oh, der mein hat Limit. Inline-Skates an oder so, ne? Sieht so aus. So, jetzt kommt der Querhieb. Knirsch! Mississippi, dein Stuhl quietscht. Ja, ich muss mich aber immer anders bewegen, wenn ich dann am Mikro vorbei irgendwas lesen muss. Ja, ich kann das durchaus verstehen. Aber das war eher ein Gag aus der ersten Folge von der neuen Minecraft-Season. Ja. Ja. Juhu! Der Stuhl quietscht. Barrett ist Level 12. Yeah. Und wir haben zumindest einen Kampf schon mal geschafft, okay. Was ist das? Codekarte 60. Codekarte 60. Etage 60, wie war das? Schwierig in hohe Etagen zu kommen? Hey Cloud. Jetzt sind wir ganz bis hier hochgestiegen und du willst wieder ins Erdgeschoss runterlaufen? Ja. Nein. Und jetzt? Guck mal. Oh. Das ist ja mies. Nein, natürlich nicht. Das will ich hören. Also gehen wir. Oh. Das ist stimmt wohl was. Ja, nicht. Da gibt's wohl ein kleines Problemchen. Hier gibt's nichts. Aber da hier die Wachen vorstanden, denke ich mal, gibt's hier irgendwo was. So. Bing! Ja, damit kommst du weiter nach oben und ich wieder nach unten. Hui. Codekarte Level 60. Oh. Nein. Das ist ein Witz, oder? Wir müssen jetzt die Codekarte aus den Stockwerken holen. Okay, wir gehen erstmal in die 59. Warst du da nicht hergekommen? Nee, 40, oder? Nee, war auch noch 40, aber anscheinend waren wir hier. Okay. Also, ab in die 60. Stockwerk 60. Oh, der geht schnell ab. Uiuiui. Ein Stockwerk dauert da wahrscheinlich sehr lang. Rede mit ihm. Jetzt kommt's drauf an. Verrate ich bloß nicht. Ich hoffe, er geht es gut. Ich auch. Das war gerade Super Mario, der da saß. Was? Das sah zumindest so aus. So. Und wir wurden auf der Kamera entdeckt. Nein, wo? Ja, nicht. Sollte ich mir Gedanken. Komm mal hier rein? Hier? Ja. Was ist da? Kann ich hier vielleicht irgendwas anstellen? Ja. Kann ich? Irgendwo? Bestimmt. Schauen Sie dir nur an, die Wachposten rennen herum wie aufgescheuchte Hühner. Bock, bock! Cloud, du gehst voraus. Gib uns ein Zeichen, sobald wir nachrücken können. Ach,
Danke. Vorne jetzt die Tür. Die hier? Ja. Ja, aber ich will eigentlich ganz gerne darauf achten, wann die wie gucken. Achte darauf. Nein! Das war blöd. Immer hinter den Statuen stehen bleiben. Was soll das denn? Allerdings kommst du so auch weiter. Ja, aber im Endeffekt ein bisschen leveln ist vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Richtig. Ich werde nur tiefer gleich mal alle heilen lassen. Strange Maschine. Irgendwelche. Mit Inline-Skates an. Wir müssen Inliner fahren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt, wo das Wetter immer besser wird. Ja, langsam aber sicher. Rollschleuder. Oh. Wow, 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 wow. Der hat Tricks drauf. So, komm. Gib ihm. Saures. Die Schwerter von Cloud werden übrigens wirklich immer besser. Okay. Oh, ja. Außen. Das war gut. Komm, jetzt mach Platz. Geht doch. Ich muss mich erst wieder ins Kampfsystem einfinden, so ein bisschen. Denk, zeitgesteuert, also langsam sein zahlt sich nicht aus. So, okay. Was zum Henker machst du da? Los, gleich nochmal. Oh nee, so komme ich nicht voran. Dann musst du es richtig machen. Na dann. Also wenn ich jetzt quasi hinter der Säule hier stehe. Warum bist du denn dann da hergegangen? Weil ich nicht rennen konnte. Aber kann ich jetzt aus dem Kampf flüchten? Ja. Drück mal oben die Tasten. L1, L2 oder R2. R1, L2. Irgendwelche davon? Nö. Ich kann anscheinend nicht flüchten. Warte, doch, du siehst das aber nicht. Aber du bist auch gerade in der Mitte, ich weiß nicht, ob es dann geht. Probier nochmal. Ja, ist egal. Komm, mach mal platt. Du kannst nicht flüchten, wenn du gerade angegriffen wirst. Das dauert dann immer. Ja. Ja, der wird jetzt hier. Dauert aber auch nicht lange, ja. Ne, die Kämpfe gehen schnell. Das war jetzt aber einfach nur, weil ich nicht gerannt bin. Dann kriegst du es gleich besser hin. Wir werden sehen. Schafft er es gleich beim ersten Versuch oder wird es noch lange, lange, lange dauern? Ist ja eigentlich nicht so schwer, an Wachen vorbeizulaufen. Oh oh. Ich muss nur langsam mal meine Leute hier heilen. Ja, kannst du doch gleich im Menü. Das kannst du noch. Ja. Juhu. Meine bringt jetzt zwar alles Kohle, aber jetzt ist es auch sehr zeitaufwendig. Was zum Henker machst du da? Gleich nochmal. Okay, war schon. So, gehen wir mal kurz ins Menü. Und ich kann jetzt zaubern oder ich kann einfach zaubern oder Objekte, nehmen, weil ich habe so viele Tränke. Ja. So. So, ist das hier bei Rennen, oder ja? Ja, jetzt nicht mehr. Warten, bis er kommt. Oder so. Ja, gut. WTF. Warte, bis die Soldaten sich umdrehen und drück dann OK als Zeichen für die anderen. Jetzt ein Witz, ist cool, oder? Findest du nicht? Nein. Du sagst den anderen wirklich Bescheid, so macht man es doch richtig.
Das ist total gefährlich. Wenn ich jetzt hier mit einem verkacke, darf ich richtig wieder... Richtig. So, du fängst wieder an. Oh, nicht mehr. Oh. Hast du einfach gedrückt oder nein, war das echt blöd? Nein, das war einfach blöd getimt. Verdammt!